Servus Leute, zurück zu Let's Play One Lonely Outpost. Es passiert etwas. Ein neuer Tag und es passiert etwas. Was macht der? Der macht es doch kaputt. Chuk. Der ist neu, oder? No. Nothing useful in here. Nothing at all. Not even a trace of anything useful. Ist das so ein Flaschensammler? Die sind doch normalerweise in Zügen unterwegs oder sowas. What are you doing? Stupid question. What does it look like I'm doing? The name's Chuck, Star Steward. People who spread their trash around don't get my last name. No, do you mind? I'm a busy man. Gotta be something here that I can use. Sonst nix? Was war das? Haben wir einen neuen Bewohner hier? Wir sind nur noch zu fünft, oder? Wir sind immer noch zu fünft. Komisch. Ja, gut. Ja, dann legen wir weiter los. Ich hätte jetzt mal was vor. Wenn wir gerade keine Quest haben. Oder haben wir gerade eine Quest? Wir haben keine Quest, oder? Nee, wir haben gerade keine Quests. Ich würde gerne mal. Also erst gießen natürlich. Mist. Erst gießen und dann würde ich einfach mal schauen. Ich würde gerne. Ach, das Problem ist. Mein Inventar. Ich würde gerne einmal prüfen. Ein Tag Minenarbeit. Wie viel Geld man damit macht. Indem ich alles Mögliche verkaufe. Es wird aber nicht leichter, wenn wir unser Inventar voll haben. Ich befürchte, da muss ich erst noch vorher was anderes machen. Nämlich Kisten bauen. Ja, die Frage ist, gibt es links mittlerweile etwas zu machen? Weil das Blöde ist bei dem System, ja. Vorbeischauen muss ich trotzdem. Dann machen wir doch lieber was anderes. Wie viel Geld kriegt man durch die Mine? Weil letztes Mal haben wir ja schon festgestellt, die Mine, die ist sehr giebig und Stein allein macht mich reich. Und um links dann die Anlagen zu bauen, brauche ich ein paar Dinge. Das zum Beispiel. Es ist prinzipiell egal, was ich hierfür nutze. Die Kisten, wie viel kostet denn so eine Kiste nochmal? So eine Kiste, was ist das? Die Kiste. Das ist so eine Kiste, oder? Ja. Okay. Ah, komm, ich mach zwei gleich. Ich brauche davon mehr. So, ich hätte gerne eins hier. Also die mit der neuen Steuerung, das ist echt tricky. Und ich hätte dann auch ein gerne dort unten so ein Smart Locker. Da kommen dann, ja, Pflanzen hin. Und da oben, ja, da oben machen wir dann die ganzen, diese Sachen rein. Noch verarbeitete Sachen. Pflanzen wollte ich unten links, also machen wir das auch. Das sind schon hochverarbeitete Sachen eigentlich. Naja. Samenpflanzen unten.
Eigentlich muss ich von hier dann doch die Sachen mitnehmen. Ich habe noch Essen. Gut, das Essen kann ich mal verbrauchen, würde ich sagen. Dann kann die Kiste einfach Schrott sammeln. Also aus meiner Sicht Schrott. Aber eventuell ist es ja wichtig, aber aus meiner Sicht ist es Schrott. Das können wir gut nutzen, wenn wir in die Mine gehen. Da können wir das Essen aufbrauchen. So, jetzt haben wir Samen. Die Samen können wir hier unterbringen. Und natürlich die ganzen Erzeugnisse. Ist ja bloß der Haken, dass ich dann immer auch welche Sachen... Also Sachen... Das ist eine komische Sortierung. Ist die... Nee, Namen... Oder? Namenssortierung, oder? Ja. Ja. Alphabetische Sortierung des Namens wahrscheinlich. Das ist die Logik dahinter. Gibt es noch andere Sortierungen? Nee. Schade. Okay. Ja gut, dann kann dort unten auf jeden Fall die Farm gebaut werden. Jetzt machen wir doch einfach mal einen Durchgang in der Mine. Und schauen, wie viel Geld... Also die Erzeugnisse der Mine verkaufe ich dann 1:1. Und dann schauen wir einfach mal, wie viel Geld ich durch einen Besuch der Mine mache. Ich habe ja nichts im Inventar, also sehe ich auch direkt, wie viel ich da raushole. Gut, es variiert natürlich, was man da alles findet in der Mine, aber... Oh, langsam kriegt es einen grüneren Schimmer hier draußen. Herrlich. Es wird gerade alles grün, grün, grün. Was war aber jetzt der komische Spinne? Was hat er gemacht? Ach, man weiß es nicht. So, mit meinen neuen Mine-Skills dann... Ach, schau dich das an, da können wir gleich alles minen. Essen habe ich, Zeit, ja, ist noch ein bisschen. Deswegen... Tja, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Dann gehen wir mal hier durch. Okay. Jetzt haben wir immer noch ein Problem. Okay. Jetzt haben wir immer noch ein Problem. Ah, jetzt haben wir kein Problem mehr. Jetzt haben wir eher den Jackpot. Oh ja. Du bist also ein was. Dann bist du keins. Du bist auch keins. Du bist also eins. Mhm. Du bist keins. Du bist keins. Du hast nix, du hast nix. Du hast nix. Du hast nix. 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 Du bist eins, du bist eins. Jetzt sehe ich nicht, ob da. Komm mal runter. Jawohl! Was? Ich habe da keine Zahl gesehen. Na gut. Gehen wir nochmal raus. Ja, dann nutzen wir den Tag. Nutzen wir den kompletten Tag zum Meinen. Das ist ja auch ganz gut. Ja, das Problem ist, hier sieht man nicht, ob eine Zahl ist. Und jetzt habe ich auch das Problem, jetzt sehe ich halt gar nichts. Das hilft mir immer noch nicht weiter. Das hilft mir hingegen schon. Weil wenn ich das richtig sehe, ist hier keine Zahl. Das bedeutet, hier ist alles frei. Mega. Ja, und jetzt, wenn man den Weg frei hat, kann man, dadurch, dass wir es jetzt rausgefunden haben, dass man da... Moment, da links und rechts könnte was sein. Hier, das ist auf jeden Fall eins. Dann ist das keins. Dann ist das auch keins. Du bist nichts... Und jetzt wird's schon... Ihr beide seid auf jeden Fall was. Du bist auf jeden Fall was. Dann bist du nichts. Ausschlussverfahren prinzipiell. Dann bist du auch nichts. Oh, was ist das? Aha! Aber das verstehe ich immer noch nicht. Wieso kommt sowas?
Aber ich find's gut. Okay, die zwei sind beide was. Dann bist du nichts. Du bist nichts. Okay. Kriegt man eigentlich eine Belohnung, wenn man ein ganzes Gebiet abgefarmt hat? Wäre angebracht, oder? Das ist jetzt wieder tricky, weil hier haben wir... Okay, ja, die Lücke brauchte ich. Dadurch sind ein bisschen mehr Freiräume möglich. Du bist auf jeden Fall eins, das wissen wir jetzt. Aber es hilft mir nicht, weil das sind jeweils zwei. Also haben wir hier Pech gehabt. Einmal kann man noch reingehen. Und dann wird verkauft. Schade, dass ich nicht ins untere Gebiet kam. Aber dafür sind trotzdem hier juicy Ressourcen. Eins, 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 eins. Okay, die Chance. Jawohl. Die Chance, daneben zu liegen, ist gering, wollte ich sagen. So, da du eins bist, bist du keine, dann keine und du keine. Ihr seid alle drei. Mhm. Ihr seid alle drei, das bedeutet... Nein, das kann nicht sein. Moment, hä? Ihr seid... Ach nee, du bist keins. Okay, dann bist du auch keins. Sehr schön, du auch. Mega. So, dann bringen wir mal... Ich weiß nicht, was effizienter ist. Schnell nach unten oder nicht? Okay, Glück gehabt, Glück gehabt. Du bist eins. Das ist schlecht, weil ich habe keine großen Auswahlmöglichkeiten. Dann hoffen wir einfach mal. Okay, vier. Alle vier sind eins. Also alles, was hier ist, sind Gaskammern. Ja, da oder da. Jetzt ist es wieder 50-50 Chance. Okay. Also wir wissen, das ist auf jeden Fall eins. Ah ja, und das ist auch eins. Dann bedeutet, das ist keins, das ist keins, das ist keins, das ist keins. So, drei. Ach, ja, Cutting, ja. Ich probiere es einfach. Ah, daneben. Mist. Raus hier! Ah, gut. Wir haben einiges an Ressourcen bekommen. So, und diese Ressourcen werde ich jetzt roh verkaufen. Ich weiß, Processing bringt auf jeden Fall deutlich mehr Geld, aber ich glaube, selbst roh geben die schon einiges. Wobei, Moment. Sehe ich nicht sogar den Preis? Nee, den Preis sehe ich erst, wenn es verkauft wird, oder? Aber wenn ich sie verarbeite, kriege ich meistens, oder manchmal, eins von beiden, kriege ich gut Geld. Ja, schauen wir mal, was bringt mir so ein Tag in der Mine an Kohle? Let us sleep. Und... Ja. Ja. Wie ihr sehen könnt, das ist so einiges. Ist Stone das wertvollste? Oder nee, mal 65 sind es 65 Mal. Ah, ja genau, 65 Mal, weil es ist mal 1. Ja, also kann man nicht meckern. Ich würde sagen, Minenarbeit ist sehr wertvoll. Da kann man schon ein bisschen Geld machen. Und mit dem Geld kann ich theoretisch Samen und sehr viel anderen Stuff kaufen. Aber ab anderen Stuff, ich brauche Kupfer, oder? Genau, jetzt gehe ich auch in die Mine. Same procedure. Also wir gehen gleich wieder in die Mine und den Fokus auf, wir brauchen ja die Ressourcen für die Solarpanels. Weil Geld ist ja kein Problem, wie wir jetzt festgestellt haben. Ich werde absolut reich, das kann ich euch schon mal verraten. Reichtum ist vorprogrammiert. Oh, da sind viele Samen rausgesprungen. Das ist echt ein nerviges System jetzt.
Tja, Patches können auch verschlimmbessern. Ich werde auf jeden Fall reich. Das ist jetzt garantiert. Geldprobleme sind jetzt nicht mehr so gegeben. Kann mir alles leisten. Ohne, dass ich überhaupt ins Farming-Business einsteigen muss, so zwingen. Ich muss bloß dafür sorgen, dass meine Leute nicht verhungern. Weil irgendwas so hieß, dass sie dann weniger werden? Verhungern? Abhauen? Keine Ahnung. Und das ist unschön. Das wollen wir nicht. Auch wenn ich dann der Reichste auf dem Planeten bin, wenn ich der Einzige auf dem Planeten bin, ist auch wieder blöd. Okay. Genau, wir brauchen diese Solarpanels. Solange wir keine besseren Elektrizitätsproduzenten bekommen, brauchen wir viele Solarpanels. Da wird jede Menge Glas hergestellt. Kupfer. Ich glaube, Kupfer war das Wichtigste, oder? Schauen wir mal. Solarpanel. Kupfer. Basic Circuits. Wofür braucht man? Auch Kupfer und Silikon. Ja. Und Glas. Na gut, dann brauchen wir Steine. Tatsächlich, Kupfer haben wir genügend. Oh, das ist ja geil. Na, dann kommen wir in die Mine und dann geht's richtig ab. Ich kann mal vorher... Vorher möchte ich nochmal bei den Leuten vorbeischauen. Bevor ich in die Mine gehe. Weil eventuell gibt es ja noch ein paar andere Sachen, die ich noch gar nicht bemerkt habe, dass es zu kaufen gibt. Irgendwie neue Rezepte. Oder vielleicht gibt es ja Nebenquests, wenn man hier einfach mal vorbeikommt. Kann ja auch sein, oder? Haben wir irgendwas noch nicht von ihm? Oh, Radius 2, das bedeutet, da gibt es dann bestimmt in der Zukunft noch bessere. Kann mir vorstellen, dass es dann irgendwann bessere gibt. Kann man eigentlich auf dem Sand auch was machen? Nein. Du, hast du irgendwas Neues? Ja, und wir haben jetzt Geld. Twin Tank. Und Improving Tiling Speed. Ja gut, wir nehmen es einfach, weil wir es können. Jawohl, jetzt haben wir sowohl hier wie auch hier ein Upgrade bekommen. Money in the Bank. Money. Money, money, money. Hier sind noch aus. Es wird von Tag zu Tag grüner. Das finde ich cool. Moment, hier bin ich falsch. Nein, hier war ich bloß nicht. Vielleicht war es hier schon zu grün. Ich suche eigentlich die Mine. Ist sie noch in dem Gebiet? Und das nette hier an der Fahrt direkt daneben. Doch. Ah. Hast du irgendwas zu erzählen? Oder irgendwas zu kaufen? Nein. We're never truly alone. Das stimmt. Irgendwelche random Leute kommen jetzt so. Oh, jetzt sehe ich auch, die sind bläulich. Die haben jetzt eine ganz andere Farbe. Ah, das ist jetzt hier schön. Schaut euch das an. Komplettes Gebiet. Erstmal zum direkt abfarmen. Ich finde es immer noch strange, dass ich verschwinde. Unsichtbar werde. Okay. So, damit können wir doch an. Mit so einer Ecke kann man gut anfangen, weil so eine Ecke bedeutet das da und das da ist nichts. Das da ist auch nichts. Dadurch ist das da nichts. Ich würde gern... Oh, wobei, mit dem Mauszeiger kann ich erzeugen. Das da ist nichts. Bitte, ich meine, das da ist was. Dann haben... Ach, seht mal hier. Ach, die Animation. Jetzt verstehe ich.
Die haben ja eine neue Animation hinzugefügt und diese Animation gibt es nur an der Ober... Die haben sie bloß oben hin... Ich bin da jetzt einfach bloß rumgestanden und dann hat sich's... Die haben die Rennanimation nicht für alle Charaktermodelle eingefügt. Ah, das ist es. Das ist ja lustig. Mehr oder weniger. Tja, jetzt komme ich erstmal nicht weiter. Ach du Schande, 4 ist ein hartes Stück. 2, ich weiß, dass eins von den dreien... Ah, natürlich Pech gehabt. Da war RNG mit dabei. So, dann hier. Okay. Das ist auf jeden Fall safe. So, solche Konstellationen, wo keine Abstufung drin sind, sind schon wieder trickier. Da muss man raten. Mist. Achso, du bist eins. Dann bist du keins. Du bist keins, du bist keins. Sehr gut, die alle drumherum sind auch keins. Mega! Jetzt mal durchgebrochen. Du dort hinten bist eins, dann bist du keins. Na, du bist keins. Du bist keins. Da bist du eins, dann bist du keins. Du bist keins. Juicy. Absolutely juicy. Okay, du bist eins. Wird mir jetzt auch gedeckt. Okay, dann bist du allerdings keins. Und du bist keins. Du bist eins. Du bist eins. Dann bist du keins. Du bist auch keins. Ich würde gerne die ganze Ebene mal komplett safen. Aber vielleicht schaffen wir das sogar hier. Du und du bist eins. Dann... Also du und du bist eins, dann bist du keins. 2. 3. Ne, 3. 3. Die sind alle eins. Deswegen bedeutet das, dass du keins bist. Das ist eins, 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 das ist... Okay, lol. Ich hab's geschafft. Die komplette Ebene ist... geklärt. Alles andere sind nämlich Gaslecks. Okay, jetzt ist es wieder random. Mhm. Du bist eins. Dann bist du keins. Du bist keins. Du bist auch keins. Weil sie alle an diese eins angrenzen. Und das ist ja schon eins hier. Das ist schon eins hier. Dann bist du keins. Du keins. Und du keins. Sehr schön. Können wir noch was erschließen? Nee, die zwei machen es schwierig. Pech gehabt. Ja, ich musste da irgendwo reinstechen. Okay. Aber man merkt schon, die wertvollen Ressourcen wie Electricite und Palatite, die kommen halt eher in den oberen Schichten weniger vor. So, wieder Schwierigkeiten. Da sind lauter Zweien, also probieren wir unser Glück hier und haben Pech. Mhm. Na, wobei. Kommen auch mal vor. Nur seltener. Wow, 4. Okay. Die sind 2. Ja gut, das ist klar. Eins von den beiden ist keins. Ich hoffe du. Natürlich, du warst es. Naja. Macht nix. Ich glaube, das war recht erfolgreich trotzdem. Ich kann ja auch meinen Hundi da verwenden für irgendwelche. Sammle diese Sachen. Na, eigentlich könnte er die ganzen Erze sammeln. Andererseits, nee, warum nicht? Warum sollte er das? Ich weiß noch gar nicht, für was ich diese begleitende Kiste gebrauchen kann. AK, mein Hundi Querzi. Querti. Mhm.
Noch kein Plan. Ich weiß auch nicht, ob ich hier Progress questtechnisch mache, wenn ich hier das mache. Weiß ich auch nicht. In die Kiste hier rein. Kommt das. Sehr schön. Ja, komm. Die 20 könnt ihr haben. Moment, die wollen was anderes diesmal. Die wollen... Halt! Habe ich die Zeit noch? Ja, komm, die Zeit haben wir noch. Ich habe jetzt aber alles... schlecht. Ich habe zu wenig... Pflanzenschrott. Für die Packagings habe ich zu viel zu wenig Pflanzenreste, oder? Nee, nicht unbedingt. Und ich glaube, das und das braucht man auch noch für diesen Eintopf. Ach nee, ich habe ja diesen Eintopf. Lol. Winterroots, du. Das war er doch, oder? Dann kann man den gleich verkaufen. Jawohl. Pok Choi kann ich verkaufen und dann kann ich noch schnell die Kisten herstellen. Und auch die verkaufen, die Packagings. Packaging. Dann kriegt dann hoffentlich nicht wieder einen Stuhl. Ich will doch keine Stühle. Ja, ich weiß, ich bin nicht dankbar für solche Sachen, aber naja, gib mir lieber gescheites Zeug. Also kriege ich eigentlich für so eine Ladung nicht viel. Hm. Da doch lieber meinen gehen. Oh, 6. Ja, da ist ein weiterer Einwohner jetzt auf einmal. Wo ist der allerdings? You may notice that your Omniac enters a missing a final Omnistar. Entries are missing a final... Omron Industries requires expert verification before it will award the final Omnistar for an entry. Can provide verification for entries in a... If you bring me information on ores you collected, I can verify that information is correct and add information to you may have missed. On a radar, could you bring me some ores to research? Ist das eine Quest? Show your Omninac to... Was ist ein Omninac nochmal? Mhm, jetzt wollen sie schon... Moment, 17 Tage remaining? Jetzt wollen sie schon mehr. Was ist ein... Oh, was ist das? Eine Lampe? Eine Wooden Torch, tatsächlich. Man kriegt hier Schnickschnack, den man nicht braucht. Oh ja. Komm, noch eine Lampe hinstellen. Na, erst gießen. Erst gießen und dann gehen wir mal zu ihm hin und fragen, was los ist. Wobei, das würde ich sagen, das machen wir beim nächsten Mal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.